Willkommen zu TNA, wir sind da. Ich bin Daniel. Ich bin Nadine. Und wir zeigen euch diese Woche den Vlog. Hallöchen, es ist schon, fast abends. Es ist gleich 16:30. Und wir schrauben gerade mal den Tisch ein bisschen fester, weil das riecht mich oft, dass der jedes Mal so wackelt. Ich habe den jetzt mal das mit der Holzkleber fixiert, dann nochmal zusätzlich. Und ja, sieht eigentlich schon stabiler aus. Hat schon früher mehr gewackelt. Und da habe ich jetzt nochmal die ganzen Schrauben festgezogen und so weiter und so fort. Ja, man sieht jetzt was. Nadine ist jetzt mal auf Arbeit. Ich habe schon mal eine Wäsche angesetzt, Geschirrspüler und alles drum und dran. Bringt jetzt auch was zu essen mit. Ich denke mal, dass die auch Bettfeind macht. Und dass die dann noch nicht Bett kommt, weil ich will mich ja noch mal hinlegen, ist nach Schicht. Und ja. Heute sind es übrigens nochmal 20 Grad gewesen. Es war wirklich sehr schön. Es war nochmal mit Lea spazieren, die jetzt auch schläft. Und ja, jetzt warte ich eigentlich bloß noch auf meine Süße. Ich bin auf dem Weg zu Opa und treffe ich mich dort mit Nadine. Oh, wartet. Ich habe es jetzt eingemacht, ziemlich windig heute. Heute und wir fahren jetzt rum. Mal gucken, wie es geht. Jetzt versuchen wir so, vielleicht ein bisschen windgeschützter. Und ich habe so eine Nachtschicht, deshalb fährt auch Nadine. Ich habe ein paar Stunden geschlafen. Ja, mal gucken, die macht das schon. Gestern bei Oma. Es geht jetzt soweit ganz gut. Ist auf jeden Fall schon besser als wie wo es noch in Bitterfeld war. Und ja, am Samstag fahren wir nochmal hin. Heute kommt ein Paket. Ein kleines Päckchen. Und zwar dies. Da wird mit Sicherheit Nadine ihres Team drin sein, aber das werdet ihr natürlich dann sehen, weil Nadine wird das auspacken wollen. Ich bin nochmal gerade am Weg zu Opa. Bei Opa fährt Lena morgen zu Oma. Also fährt alleine morgen zu Oma. Und wir haben erstmal von uns das Navi gegeben. Und deshalb gehe ich jetzt nochmal hin und erkläre das nochmal. Weil es ist eigentlich nicht viel dabei. Und ja, dann bin ich jetzt mal gleich mal spazieren mit Lea. Und wenn ich wieder zurück bin, ja, dann müsste Nadine ins Bett kommen. Ich bin gerade wieder draußen mit Opa. Und ja, ich habe das nachher jetzt halt mal erklärt. Naja, mal sehen. Wenn es halt nicht so funktioniert, wie es so funktionieren soll, ja, dann muss ich mich halt mal anrufen. Das war halt blöd, die Nachtschicht, aber naja, was willst du machen? Ja, was willst du da machen? Ja, wir sind gerade wieder auf dem Heimweg. Ne? Ich weiß ja auch nicht, was wir heute essen. Ich hätte zwar gerne Lust auf Döner und irgend sowas, aber Geld ausgeben. Ich weiß es nicht. Naja, mal sehen, was die Süße sagt. Hallöchen. Mein Kostüm für Samstag ist gekommen. Hab ich schon gesagt. Habe ich eigentlich gestern schon gesagt. Heute ist schon der nächste Tag. Und wir haben es nicht geschafft. Du hast es natürlich schon geöffnet. Naja. Es ist eine Größe L.
Wieso ist das eine Größe L? Ich weiß nicht. Ich habe eine Größe S genommen. Ich kann es nicht sagen. Das wird wohl nicht pünktlich kommen. Ja. Und? Ist so der Hut. Sehe ich jetzt aus wie so eine Hexe? Du bist eine Hexe. Ach du Scheiße. Und? Viel zu groß. Das ist eine L. Ist ja klar. Ich habe eine S bestellt. Tja. Also da musst du mich echt fett machen. Junge, da kann ich zweimal rein. Dein Ernst? Ist doch noch ein schöner Stoff, ey. Ist gar nicht so billig, Ware. Hier, guck mal an. Na toll. Meinst du, das passt nicht? Assis. Probier's da erstmal. Hä, da passe ich niemals Probier rein. Probier an. Da kann ich sogar mit Klamotten reingehen. Naja, dann gehst du ja mit Klamotten rein. Ist etwas, sag ich, bin fett. Passt da rein. Wenn es jetzt reinpasst, ja? Was ist dann? Hau ich dir. Sieht doch jeder Blinde schon. Schatz, so kann ich nicht. Nee. Oh, Schatz, nein. Das kann ich nicht so machen. Ist das wie so ein Presswurst? Ist viel zu groß. Aber süßer. Naja, dann hättest du das gestern Abend probieren müssen und dann hättest du das heute regeln können. Das hätte ich heute nicht mehr bekommen können. Das hat ja schon 12 Wochen gebraucht. Oh, ich gehe so tanzen. Hast du denn da noch Handschuhe? Keine Ahnung. Guck mal, du hast ja noch einen Gürtel oder so. Ist das ein Gürtel? Ja. Nein. Das ist kein Gürtel. Ach, ja, genau. Ich denke es jetzt einfach mal. Ja, ich denke auch mal. Ja. Ja. Naja, lass mal weg. Das kannst du eigentlich weglassen. Okay, und das hier, was ist das? Ich würde sagen, es ist ein Handschuh. Quatsch. So oder was? Hä? Na? So? Na? Der passt. Dann gehe ich halt so tanzen. Ja, Mensch. Sieh doch keiner. Sieh doch eh keiner, es ist dunkel da drinnen. Und danach schicken wir die Scheiße zurück. Und du willst ein S haben. Ja, ich will unbedingt ein S haben. Hallo, ich muss nächstes Jahr als richtige Hexe gehen und nicht dieses. Aber ich muss schon sagen, der Stoff ist echt geil. Hab ich gedacht. Ich habe gedacht, es ist so günstig war. So sah das ja auch auf dem Bild aus. Ach so, übrigens, Opa hat geschafft. Opa hat es mit dem Lobby geschafft. Er war zwar heute früh nochmal da. Ich verhext dich. Deshalb habe ich übrigens 3 Stunden geschlafen, weil er hat nochmal geklingelt, weil es noch wenig funktioniert hat. Na doch, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Er hat bloß was gedrückt. Und ja. Naja, auf jeden Fall ist alles gut gegangen. Wunderbar. Ne? Jetzt essen wir. Lecker. Daniel sagt, saugt gerade ab. Nee, Trixi? Der Opa und der Cliff, die sind losgegangen zur Oma ins Krankenhaus. Die brauchen 1 Stunde hin und bleiben wahrscheinlich so 3-4 Stunden. Und wir machen gerade ein bisschen sauber. Ich bin gerade im Keller, in der Wasch. Nee, in der Waschküche bin ich nicht. Ah, guck an. Hat sie den Kamm. Ich gucke nämlich gerade nur nach dem Kamm für Trixi. Hier habe ich welche. Und ich wollte eigentlich noch ein bisschen nach Putzmittel gucken. Komm mit. Geh mal in die Küche. In die Waschküche. Lea! Hey Lea! Komm runter! Ja, wir sind wie gesagt alleine, Daniel saugt halt ab. Und ich wollte eigentlich das Bad sauber machen. Nur ich finde gerade irgendwie keinen Eimer. Ich hätte abgeschlossen. Gut, so. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen gucken nach irgendwas zum Putzen. Irgendwie. Aber hier so. Nicht wirklich was. Na komm runter! Es fiepst leer oben. Komm runter! Sind nur Gläser und sowas alles. Hier, Trixi, warum quiekst du jetzt schon? Hä? Warum quiekst du jetzt? Hier ist nix. Nix zum Putzen.
So. Gar nichts, nur so Waschmittel. Müssen wir nochmal in die Küche gucken, komm. Fensterglasreiniger haben die gar nicht. Machen wir dazu. Kann hier keiner einbrechen. Kann hier keiner einbrechen? Hier, was ist los? Hier. Hecheln hier, ne? Komm. Kuckuck, da bin ich wieder. Na komm, hast du Angst? Ja, ich komme, ich war doch unten. Lexi? Achso, hier. Das sind wir wieder. Machen wir dann mal bei Oma sauber. Und Opa. Ich bin jetzt fertig mit Saugen. Spinnkankern habe ich halt gemacht. Den wisch jetzt hier noch durch. Ansonsten. Schon. Ja. Ist noch sauber vom Bad. Ich gehe jetzt nochmal raus und mache nicht hier Auto da. Jetzt, wenn es losfährt, die Zeit stehen bleibt auf die digitalen Uhr. Ich hab gelesen, warum. Dadurch, dass wir das Radio umgebaut haben, bleibt die Zeit stehen. Man kann das wieder hinkriegen, indem man die Batterie abklemmt. Und dann halt wieder anklemmt. Ja, mal gucken. Okay? Nico? Raus. Ab. Lea, komm. Wir sind fertig mit Putzen. Soll ich noch zu dir? Und eigentlich machen wir uns jetzt schon los. Süße, komm. Ja, komm. Guck mal, das ist der Film. Und wir machen uns dann los und wir wollen jetzt gleich nochmal ins Kaufland. Wir machen uns jetzt nochmal ins Kaufland, wenn wir noch was fürs Abendbrot brauchen. Das er gestern nicht mitgebracht hat. Oh! Ja. Unmöglich, weißt du das? Da werden wir mal gucken, was wir essen, ne? Daniel macht jetzt noch ein bisschen Essen. Damit man nicht mit leerem Magen hingehen. Ja, das sieht sehr lecker aus, Schatz. Was du da nicht tust. Okay, ich hätte jetzt gedacht, du machst das ein bisschen anders. Wie denn? Na, so ein bisschen schräg rein. So? Ja. Dann machen wir das natürlich schräg rein. Und dann drüber kommt noch Gouda-Käse. Oh, lecker. Das machst du unfassbar gut. Lass dich ein bisschen geschnitten. Nee. Und ich bin fertig mit meinem Make-up. Zeige ich jetzt nicht. Das werdet ihr dann sehen. So sieht das Endergebnis aus. Wir haben schon gegessen. Sieht sehr köstlich aus. Ja. Oh, lecker. Ist doch sehr köstlich. Was machst du? Ich dachte, du reißt es mal so schön raus. Boah, lecker. Und wir essen jetzt weiter. So, man sieht schlecht. Man sieht fast gar nicht. Aber wir sind jetzt auf dem Weg. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Karneval, Fasching, Halloween, irgendwas mit denen. Ja, irgendwas. Nein, Fasching ist eigentlich so in der. Aber Karneval könnte man schon. Ja, da treffen wir uns jetzt dann mit den anderen. Ich habe mir nicht gesucht, ich habe auch mal die Jacke. Ja, auf jeden Fall sind wir auf dem Weg. Ja. Kannst du nicht gesehen. So, wir sind so, da sind wir wieder zu Hause. Oder was wolltest du sagen? Na gut, aber wir sind wieder zu Hause. So rede ich nicht. Ach komm her, schalte mal. Nein, so rede ich nicht. Entschuldige dich wieder. Entschuldigung. Ja. Das ist doof. Du wolltest das so sagen. Pfui, aus. Na komm, ich kann das doch besser halten. Oh, also einen kurzen Arm. Kann ich so ohne Stift führen. Wir sind wieder zu Hause und... Es ist 2 Uhr. Schneidest du das Video noch?
Oh, Baby schön. Ja, wir sind gerade rein und die Heizung ist nicht an. Gewesen. Und jetzt frieren wir. Und es hat der Hund gefroren. Wir haben jetzt noch die Jacken an, weil es so kalt ist. Die Heizung hier oben ist echt arschkalt. Ja, wir kommen. Die Katze hat es bestimmt kuschelig gemacht irgendwo. Ja, die geht's gut. Ja. Was wollen wir? Nicht. Nüscht. Aber ist auch schön. Wir haben euch vielleicht ein paar Bilder eingeblendet. Ja, ich glaube auf jeden Fall. Ein paar Bilder, ja? Mit dem coolen Dino. Ja, vielleicht mal gucken, wenn man dann. Ja, genau. Er ist irgendwie süß, auf jeden Fall habt ihr es ja schon gesehen, falls, wenn. Ne? Ja, genau. Ja. Gut, das war's erstmal für diesen Vlog, denn wir sind müde, du musst noch schneiden und ich will schlafen. Genau. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Es war bestimmt nicht viel. Ich habe gar nicht gefloggt. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Und ihr seid nicht bei uns. Wir sind bei euch.